So, liebe Freunde, hier bin ich wieder. Wir werden jetzt in Richtung Alt 6 starten. Das ist auch ein bisschen gegen den Wind. Bei 36, 35 Grad Außentemperatur. Und ich werde ein Flap 3 Take aufmachen. Das ist sehr selten, dass ich das mache. Und die Speeds gucke ich gleich nochmal nach. Wir werden hier gehen auf der 900 Meter Piste starten. Und dann raus aufs Mittelmeer Richtung Bastia und da einen Armer Approach auf die 1.6 machen. Auch Bastia gilt als schwierig anzufliegen wegen der Berge. Aber die Landebahnlänge ist mit rund 2500 Meter nicht kritisch. Gut, oder ist glaube ich noch ein bisschen drüber. Ich muss gleich mal gucken. Wir haben Abfluggewicht von 55,8 Tonnen, 3,6 Tonnen Sprit. Das ist so am Minimum, was man für die Strecke fliegen darf. Die Strecke ist 70 Meilen lang und ich wünsche Ihnen viel Freude. Ich mache es mal wieder dunkel. So, und wir gehen mal los. So, ich muss die Performance eben noch eingeben. Ich gebe mal Flap 3 rein und sage eben 3. So, und gebe hier eine V1 ein von 80. Invalid, sagt der. Ja, ist klar, muss 0,800, ne? Macht er nicht, will er nicht 100. We waren 100, darunter kann ich nicht gehen. Dann eine We are von bei Klappen 3 von 129 und eine We 2 von 133. So, Flex Temperature brauchen wir kleine, weil wir Toga Takeoff machen und unser erstes Speed ist 2,30. So, und nun geht das mal los. Wir haben Elba VOA drin und wir müssen dann haben als nächstes Bastia. Das würde ich mir auch schon mal, also wir gehen über die Arrival Route, wie heißt das gute Ding, Mogul. Ja, ich gucke es nochmal nach. Mul 1 Victor rein. So, Bastia Funkfeuer muss ich mir mal eben angucken. Barretta ist das hier. Ne, Poretta, Entschuldigung, BTA. Das gebe ich mir hier auch schon mal ein. Dass ich das nachher nicht machen muss, das fixe ich mal hier auf der 2. 36 Meilen. Wir werden abkürzen dürfen. Wir werden das wahrscheinlich nicht voll ausfliegen müssen, das Procedure. So, haben wir sonst noch was hier drin? NDB-mäßig oder so? Nee, haben wir nicht. Dann passt das. Aber die Herausforderung jetzt erstmal ist der Start. Wir machen mal die Vorbereitung fertig, gucken die Take-off-List an. Ist green. Und wir werden dann in die Bremsen gehen. Ich gucke mir mal eben meine Bremstemp, meine Wheel-Temperature, 95 Grad, 100 Grad ist gut. So, Flaps 3. Trimming Set auf 28 Overhead Dark. So, 1017 die, das QNH. So, Parking Brake auf, voll in die Bremse und Toga. 5,94% ist das bei der Temperatur nur. So, alles andere wie gehabt. So, Toga ist gesetzt, auf wie geht's? Ich muss ein bisschen korrigieren, weil ich eben die Kurve nicht ganz sauber beendet hatte. Speed Arise, 60 Knots, 80. V1 hätte ich hier eigentlich schon gehabt. Und Airborne. Und ein bisschen nach rechts. Jawohl, ja, klappt, Gear up. Ja, ist schon abenteuerlich, haben Sie gesehen. MCT. Flaps einfahren. Climb, Autopilot, 3000 Feet. So. Wir gehen noch eine Klappenstufe zurück.
auf 1. Sind an der Green Dot, können turn. Nose lights off. Ja, das war kritisch, das haben Sie gesehen. Ging gerade so. Ich habe sie bei 120 fast schon weggenommen. On Flap 0, Green Dot war 198. Und wir steigen jetzt auf 3000 Fuß und können schon mal auf 250 Knots gehen. Wir fliegen nicht managed hier auf der Strecke. So, hier gehe ich schon mal auf 40 Meilen. So, Bastia liegt jetzt quasi schon längst voraus und ich werde das gleich ein bisschen abkürzen. Ich zeige Ihnen das mal hier. Habe ich hier noch ein Bild, ja. So, jetzt sehen Sie das hier. Wir sind hier gestartet, gehen über Mool normalerweise in WAG. Aber ich werde das abkürzen. Ich werde mir hier Aliso geben lassen und dann direkt anfliegen. Na, das machen wir mal und ich gucke mir das gleich mal auf der Karte an. So, Sie sehen, hier ist nur See, hier ist eine kleine Insel, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Und da hinten ist die Insel Korsika, man sieht es schon, die hohen Berge. Weil da reden wir dann auch über 4000 Fuß, 5000 Fuß teilweise. So, dann gehen wir mal gleich in die Anflugkarte rein von Bastia. Gucke ich mir gleich mal an. Und sage Approach. RMAF hatten wir gesagt. RMP Approach heißt das ja heute. So, und dann lasse ich mir mal direkt von Bastia Approach hat mich schon übernommen auf der 123.825. Direkt Aliso geben. So, fliegen wir direkt Aliso. Und drehen dann ein. So, Anfluggrundhöhe ist 2500 Fuß. Wir sind 3000 Fuß hoch, das passt. Habe ich alles gemacht. Auf der Takeoff hier nochmal. Jawohl. So, dann gucken wir uns mal eben das Wetter an. 1015 Hektopascal. Wir bleiben hier auf QNH. Wir sind 3000 Fuß hoch nur. Haben noch 25 Meilen bis Aliso. Da lohnt sich jetzt kein weiterer Climb. So, und dann können wir schon mal vorbereiten, Auto Break Low. Ich gucke mal eben in die Charts, was wir für eine Landebahnlänge haben. Das hatte ich vorhin gesagt. Ach je. 2520, ja, hatte ich ja richtig geschätzt. Das ist diese typische Regionalflughafenlänge, die man hier so hat. So, dann gehen wir wieder in die Approach zurück. RNP Approach 16. So, was haben wir denn für ein Minimum hier? 520 Fuß. Geben wir mal ein. 1015 Hektopascal hier in die Approach-Seite, ne? Und Minimum hatte ich gesagt 520 Fuß. Und der Wind war 60 Grad 6. Und die Außentemperatur 33 Grad. Ist ja richtig kühl hier. So. Das macht eine Approach-Speed von 129, eine Landespeed von 124. Wunderbar. So, ich sehe das hier schon auf der Approach-Chart, wo wir uns bewegen. Das passt alles. Maximal 220 Knots müssen wir gleich reduzieren. Da haben wir noch ein Momentchen für Zeit. Ich gehe hier schon mal auf die 20 Meilen zurück. Wetter ist gut, Cav okay. So.
Sobastia Funkfeuer haben wir hier auf beiden drin. Pisa rechts nochmal. Ausweichflughafen wäre auch Pisa. Sie sehen, die Piste liegt an diesen Hügeln da gebaut. Das sieht man jetzt recht schön. So, wir sind schon Fuel, jetzt Outer Tank schon auf Crossfeed. Aber wir haben noch genug. Ja, ja, alles gut. So. Wir sinken mal auf 2500 und gehen runter auf 230 Knots schon mal. Und fliegen einen Arnav Approach. Wir werden mal die Approach Phase activaten gleich. So, habe ich gemacht. Dann habe ich ihn hier. Das passt gut. So, und der Unterschied, das kennen Sie ja beim ANAV oder RMP Approach, ich sage immer noch ANAV von früher, ist ja, dass wir hier eben kein ILS-Signal, sondern hier ein virtuelles, berechnetes Profil haben. Und das wird sich in so Brackets wird das dargestellt in Magenta und in einem Quader anstatt in den klassischen Routen wie beim ILS. Ne? Und das ist der Flugweg, den wir fliegen. Und hier sehen Sie es nochmal auf der gesamten Strecke. Das ist also jetzt nicht besonders anspruchsvoll hier in Bastia. Da muss man sich einfach nur dran halten. Und wir schalten dann gleich den Approach-Modus ein, wenn es soweit ist. Und dann geht das. So, und da die Turns hier nur mit 220 geflogen werden dürfen, machen wir das mal auch. Gehen wir mal auf 220 runter. Sie sehen, Green Dot hier ist bei 198. Das ist alles safe. Ne? So, hier machen wir schon wieder die Lights an. Und dann werden wir uns gleich da hinten liegt der Platz, an den Bergen hier langhangeln, die hier doch sehr hoch gehen. Wir haben hier Berghöhen. Ich gucke mal auf die Karte, auf die Anflugkarte. Ich blende Ihnen das dann ein bis 5000 Fuß. Das ist schon ordentlich. Sie können in Bastia, an der Ecke von Korsika, ich finde es die schönere Ecke. Ajaccio finde ich nicht so schön. Hier herrlich in den Bergen Urlaub machen und auch sind dann halt schnell am Strand. Das macht echt Spaß. So, wir gehen mal runter mit der Speed auf 180 oder 160 schon mal in die Approach Speed. Wir haben es ja nicht mehr weit. Und fahren auch unsere Landeklappen. Bei unter 230 können wir Flaps 1 nehmen. Das machen wir schon mal. Ich war mal ein bisschen schnell unterwegs. Ich bremse mal ein bisschen mit den Speed Brakes. Da habe ich mich ein bisschen verschnackt. So, hier gehen wir auch auf 20, hier gehe ich mal auf 10, ne, das ist keine gute Idee gewesen, 20 zurück. So, wir sind below 200, Flaps 2, wenn der Gleitweg, ja, das machen wir mal aus, disregard. Und der RMP-Approach ist hier schon ein bisschen anspruchsvoller, das sehen Sie hier. Ich zeige es Ihnen nochmal aus der Nähe. Sie sehen, wir fliegen jetzt einen Kurs von Südwest und drehen dann erst so langsam auf die 1.6 ein. Das ist aber kein gerader Anflug. Ja. Aber das macht man ja heute mit Hilfe des Flight Managements. Und Sie sehen, es ist ein bisschen dunstig. Hier die Berge natürlich, ja. Da wird es dann schon spannend, ne? Also, so, Speed Brakes sind draußen, die fahren wir wieder ein, wir haben es jetzt geschafft. Und den Rest lassen wir mal die Automatik machen, bis 1000 Fuß über Grund und dann übernehme ich das Flugzeug. Wind ist leicht von hinten, also wir haben 060 gehabt, es ist egal bei der Länge. Wir hätten auch von der anderen Seite in ILS fliegen können, aber bei der Windrichtung ist fast wurscht. Beides mal Seitenwind. Einmal 100 Grad, bisschen Rückenwindkomponente und bei der anderen hätte ich irgendwie 80 Grad gehabt. Das macht bei 6 Knoten, 7 Knoten ist das völlig egal. So, das ist jetzt schön anzugucken hier. Rechts die hohen Berge, bis 5000 Fuß hoch.
Ja, das sind dann schon locker mal eben 3600 Meter hohe Berge. Ja, das ist schon ordentlich. Da haben sie dann oben schon ein bisschen Frische, ein bisschen mehr. Sind nicht die Alpen, aber ist dann schon nicht schlecht. So. Bastia Tower hat uns übernommen und sagt Continue und wir sind Nummer 3. Und wir haben noch to go bis IKB 16 noch 3,5 Meilen und danach auch beginnt auch der Descent, der Final Descent. Auch Bastia kenne ich vom Fliegen her gut, das ist so 15 Jahre her. Da war ich hier mal, ich glaube, weiß ich nicht, Citation Jet war das, glaube ich. War jetzt nichts Besonderes. Unternehmer geflogen aus Nordrhein-Westfalen. Und habe dann hier auch gleich ein paar Tage verbracht. So. Wir gehen hier auf 10 Meilen. So, wir können hier mal nochmal das Wetter hören. Lima Foxtrot, Kilo Alpha, Airport Information, November 1200, Zulu, weather, wind, 0.56, at 6, visibility 1,000, sky clear, temperature 3, dew point 1,8, UNH 1,015. Ja, wie gesagt, so Approach-Modus ein. Und dann zeigt er hier auch an, das ist anders als beim ILS, ne? Das ist ein Non-Precision Approach. Approach NAV. Die Genauigkeit des Verfahrens kann man nachlesen. Und so sieht er aus. So, und jetzt gehen wir so langsam um die Ecke rein gleich und beginnen den Descent. Dadurch, dass ich den Approach-Button gedrückt habe, wird er das automatisch machen. Da brauche ich mich nicht kümmern. So, jetzt kommt langsam mein virtueller Gleitweg rein. Ähnlicher Quader hier wie das Brikett von oben kommt. Was vor der ILS-Raute war, ist jetzt das Brikett. So, da sehe ich den Airport schon. Und wir sind Landebahn 1.6, die ist auch schon in Sicht. So, und jetzt beginnt er dann Descent. Der ist relativ steil, sehe ich gerade. Was haben wir denn für einen Winkel hier? 3,15 Grad, das geht doch eigentlich. Ja, er pendelt sich ja wieder ein. Ich helfe ein bisschen mit den Speedbrakes nach. Ich will nicht schneller werden. Ist ein bisschen über Standard. Wir gehen schon mal mit dem Gear down. Wäre jetzt eh dran. Lap 3, da können wir die Speed Brakes noch benutzen. Und wir gehen mal mit der Speed auf 150 zurück. Noch fliegt der Autopilot. So, im Fall eines Durchstartmanövers, straight ahead, Kilo Bravo 610, 3000 feet left turn abziehen. And expect vectors. So, wir fliegen nicht gerade an, das sehen Sie jetzt von der Cockpit-Cam aus, ne? So, wir kommen auf 1410, Speedbrake rein, armt. Wir fliegen schräg zur Piste an. So, 1000, ich übernehme. Full Flaps, 133 Knots und fliegt schön nach dem Flight Director weiter. Ein bisschen den Sitz nach hinten, macht man nicht beim Approach, weiß ich. Kommt immer irgendeiner und sagt, darf ich nicht? Ja, darf ich nicht. So, in der Realität macht man es trotzdem. So, wir sind gleich am Minimum.
Ich fliege noch immer nach Instrumenten. Ja, ich fliege, bis ich schön hier den Dot, das Kreuz in der Mitte. Minimum. So, jetzt gucke ich Wiesel und drehe ein auf die Piste. Flight Director off. Und Landing Speed 300. So, Checklist, 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 alles ist fein. 200. Wir sehen genau drin. Wind ist jetzt ein Hauch von hinten 10 Grad. 100. Ja, alles ist fein. 50, 40, 30, 20, retard. Und wir sind unten. Reverser. Braking. Nicht so die Bremsen quälen hier bei den Temperaturen. 34 Grad über der Piste. 60 knots, reverse is closed. Und wir lassen einmal antippen, dann geht der Autobrake aus. Den wieder einschalten. Landung beenden. Flaps. Trimmung. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Bastia Corsica. Wir haben eine richtige Urlaubstour heute gemacht. Pisa, Elba, Bastia. Alles mit der A320. Wir haben noch 2,7 Tonnen Sprit, das ist also alles noch in Ordnung. 2500 Meter Piste, ich rolle hier eben ab und dann werde ich mich auch von Ihnen verabschieden. So, weil ich habe gleich noch einen Termin und da muss ich noch eine Videokonferenz machen hier und dann aus dem Cockpit heute wieder mal mit einem Mandanten von der Feuerwehr. So, Parking Brake, Brake Fan, Check Brake Temperatures, 100 Grad, ist 105, ist in Ordnung. Ja, meine Damen und Herren, ich sag nochmal eben Tschüss, mach nochmal Licht, Sie mich nochmal sehen. So, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Sie sehen, das ist Fliegen am Limit mit dem A320. Das macht auch mal Freude, auch wenn es nicht real ja nicht möglich ist, darf man es im Simulator natürlich machen. Wir sind jetzt letztlich in Bastia angekommen, bei hochsommerlichem Wetter. Und da schätze ich auch unsere angenehmen 25 Grad heute draußen hier im Hamburger Raum. Und alle Urlauber hatten es diese Woche auch an der Nord- und Ostsee nochmal gut. Schönes Wetter. Das ist nun morgen, übermorgen zu Ende. Da wird uns eine Kaltfront erhaschen und wir werden so in die frühherbstliche, Spätsommer, frühherbstliche Phase wandeln. Um die 20 Grad, manchmal auch ein Tucken kälter. Ja, und nachts dann schon empfindlich mit 13, 12, 13, 14 Grad kühler. Ich freue mich aufs nächste Mal. Hinterlassen Sie gerne Ihre Wünsche, Kommentare bei mir, da freue ich mich immer drüber. Ich versuche das auch alles zu beantworten, das sehen Sie immer. Und das dauert manchmal ein paar Tage, je nachdem, was ich zu tun habe, aber ich versuche es dann schon hinzubekommen. Ich sage bis bald, Ihr Thomas Fengner. Tschüss.